Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjacks Dynasty hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich stand hier eben gerade so ein bisschen rum und dann hat sich hier, guck mal, Jack, der winkt und der will irgendwas. Wir sprechen Hallo, mal mit ihm. schön dich zu sehen. Möchtest du handeln? Nicht jetzt, tut mir leid. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Warum kommst du denn zu mir und winkst mir so ins Bild? Wiedersehen. Ach. Will nur Fame haben. So, gut. Dann legen wir mal los hier. Und reparieren hier mal fleißig die Hütte. Für die liebe Sophia, damit wir ganz viel Samen bekommen. Ah, okay, dann muss ich da ein bisschen Gerüst anbauen hier. Moment. So, kriege ich hier ein Gerüst dran? Oh, das ist ein großes Gerüst. Da steht's. Moment mal ganz kurz. Keine Ahnung. Ah, die Heimatfront ruft an. Naja, die muss damit. Also meine Eltern. Die müssen damit leben, dass sie jetzt gerade keine Priorität haben. So, gut. Dann geht's dahin. Das können wir übrigens auch schreiben, ne? Also bei WhatsApp und so, das geht ja alles. Kann ja alles gar nicht so wichtig sein. So, dann dahin. Machen wir hier noch irgendwas? Hier erstmal nichts. Oh Gott, da drinnen sieht's aber wirklich fürchterlich aus in der Scheune. Das müssen wir dann noch hinkriegen. Dach. Ach, guck mal, das Dach können wir auch gleich alles mitmachen hier. Sehr gut, dann hopfen wir mal aufs Dach hier. Komm ich hoch hier. Schaffe ich. Ah, nicht runterfallen. Gleich mal hier mal an Kanten lang und machen mal alle Kanten Sachen. So. Hat einen Jack zu Hause und der macht nichts am Haus, ne? Das ist toll. Oh, da kommt man gut durchs Dach durchgucken hier. Heieieiei. Da kriegt man ja Angst. So. Dann dahin. Dann dahin. So, also bei WhatsApp schreiben sie nichts. Vielleicht ist aber auch irgendwie Tablet oder so außer Funktion. Irgendwas komisch. Naja. Ich werde dann nachher gleich mal anrufen. Wenn ich dann die Folge durch habe und dann kann ich vielleicht, ne, ich glaube, das wird dann nichts mehr, dass ich dann davon denke, das euch zu berichten, weil ich sozusagen jetzt die Aufnahmesession für diese Woche dann beende. Und dann, ja, drei Folgen brauche ich, glaube ich, diese Woche. Bin ich ganz sicher. Wo ist der Hammer? Da. Mal da unten rennt sie wieder rum, sie guckt uns zu hier, ne? Ja, hier, ich bin hier, guck mal, ich bin potenziell, ne? Helft ihr hier. So, gut. Das hätten wir. Dann haben wir das Dach schon mal fertig. Da drüben, ich weiß gar nicht, im Haus ist gar nicht so viel, oder? Na doch, ein bisschen was ist zu sehen. Auch vom Weiten schon. Zack, eine Etage tiefer gehen. Zack, ab nach unten. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die... Achso, nein, rein in die gute Stube gehen wir noch nicht. Wir haben hier draußen noch ein bisschen Dinge zu tun. So. So ist aber auch ordentlich ramponiert. Das alles nach einem Jahr nichts dran gemacht und schon sieht das denn so aus. Ah, da brauche ich wieder ein Gerüst für. Sonst komme ich da nicht ran und auf der anderen Seite brauche ich auch noch ein Gerüst für. Okay, gut, ist aber auch nicht weiter schlimm, das kriegen wir dann auch noch hin. Kann ich hier drinnen ein Gerüst stellen? Da kann ich eins stellen. Hier drin kann ich keins hinstellen. Okay, draußen, da draußen vor der Tür noch eins, ja. Vorm Giebel. Überall liegt hier Holz rum. Da können wir auch noch eins aufstellen. Komplett eingerüstet die Hütte. So. Gut. Okay, dann geht's hier weiter. Mit der Nagelpistole. Sehr gut. Und dann hier unten erstmal noch ein bisschen. Zack. Man muss ja nicht zu viel auf einmal machen.
So. So. Gut, dann haben wir das hier. Habe ich übrigens gerade die Nachricht gekriegt, was das Problem ist. Ja, das ist ein Backrezept macht sie gerade, was ich gebacken habe. Und ja, da hat sie eine Frage zu. Okay, gut. Und die kann ich dann bestimmt gleich beantworten. Gut, gut. So, da ist noch ein bisschen was. Hier ist nichts mehr. Da ist Sophia und Jack. Okay. Dann machen wir das noch. Das ist die Steuerung, die ist so witzig. Dieses Hin- und Hergeschlitter hier. Mann, Mann, Mann. So, gut. Okay, das hätten wir. Wo ist denn da denn der Hammer dran? Also, wenn ich das reparieren muss, muss er ja irgendwo. Ach, da oben. Eieiei. Hier brauchen wir so über Trick 17, aber es ist heile, ist ganz okay. Und hier müssen wir übers Gerüst gehen, oder wie? Ich das auch durch? Ne, durch Springen geht nicht. Gut, dann muss ich einmal das Gerüst hoch. Hm. Ah ja. So, und dann müssen wir da nochmal aufs Gerüst hoch. Und den Giebel oben machen. Hm? So. Da liegt Holz rum. So. So, gut. Ich würde sagen, hoppala, kurz mal räuspern, aber die Scheune, die sieht gut aus. Da müssten wir jetzt alles drinnen fertig haben. Dann können wir uns mal ums Haus kümmern. Hallo Jack, was machst du denn da? Ach, Blumen pflücken, alles klar. Auf pflückt, ne, Blume. Wo ist denn hier was zu reparieren? Hm. Ich glaube, ich habe ein bisschen ungünstig geparkt dort. Naja. Oh ja, gut. Hä? Wo kann ich denn jetzt hier... Warte mal, Haus reparieren? Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Nein, kann ich nicht ins Haus. Ah, da. Gut, fertig. Wunderbar, jetzt müssen wir bloß unser Gerüst hier abbauen. Das, die muss ich ja jetzt nicht hier behalten. Beide Gebäude sind repariert. In Ordnung, sieht gut aus. Und hier deine Belohnung. Nimmst du das Geld oder Saatgut für dein Gewächshaus? Das Saatgut sollte lange reichen. Das Saatgut bitte. Nochmals danke. Bis dann. Nicht, wie viel Geld ich gekriegt hätte. So, Sophias Farm haben wir auch fertig. Das ist doch schön. So, jetzt müssen wir hier nur die Gerüste mal einsammeln. 500 Sozialpunkte. So, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das auch erledigt. So, er ist jetzt weg hinter uns, der baumt nicht mehr rum. Sehr schön. Wir haben jetzt Saatgut. Wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Sonstiges, Werkzeuge. Okay, ich habe kein Saatgut. Hm, Plantagenbesitzer. Erhöhe den Ertrag von Kräutern und Tieren. Eins mit der Tür. Glücklicher Mann. Koch. Nun gut, okay, das wird sich zeigen. Ja, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn jetzt hier denn? Das ist Geschäftspartner. Ja, okay, das kennen wir ja. Gipfel des Berges, Höhler Rama, in der Nähe gibt es ein Hotel, ein Läden, vielleicht Besitzer sprechen. Der unveränderte Turm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Lokaler Investor, Belohnung 5200 Euro oder 1000 Sozialpunkte. Mysteriöse Botanikerin, Connor Bewohner des Tals, Hotel in den Bergen. Ja, wo könnte denn... Also wir könnten... Könnten die mal ganz kurz gucken, was der mechanische, was der Händler hat. Ob der auch nur neue Waren hat oder ob der auch ältere Anhänger anbietet. Also da vielleicht einen kriegen als Fahrzeughändler. Da haben wir eine Tankstelle. Hier ist dieses Verkaufsding. Da können wir da mal dran. Ne, da kommen wir nicht dran vorbei. Wie komme ich da jetzt hin? Ach,
Das ist ja nur über Umwegen zu erreichen. Ja, gar nicht mal so wenig Umweg, ne? Hier hinten kommen wir nämlich nicht rüber. Wäre auch zu einfach gewesen. Na gut, okay. So. Der unvollendete Turm, da können wir uns auch nochmal drum kümmern. Okay, dann fahren wir jetzt dahin und kümmern wir uns nebenbei um den unvollendeten Turm. In der Nähe ein Hotel? Nee, unvollendeter Turm. Oben auf der Anhöhe steht eine seltsame Konstruktion. Vielleicht ist es ein Besuch wert. Da gucken wir jetzt mal hin. So, seltsame Botanikerin muss ich auch noch hingucken. Das ist klar, aber gut, das dauert noch ein bisschen. Und dann gucken wir da hinten mal hin, was der Händler hat. Wenn der Händler vielleicht ältere Modelle hat, dann kann ich da ja einen älteren Anhänger kaufen, den ich dann vielleicht an meinen Trecker dran kriege. Oder der ist natürlich dann auch vom Preis her möglich. Das müssen wir mal gucken, ne? Ah, Entschuldigung. Aber ich hab's eilig. Kann ja nicht Ewigkeiten auf euch warten. So. Bisschen Rasen muss ja auch mal sein, ne? Glaube hier drüber, ne? Ah, das war falsch. Glaube ich falsch. Ah, Christine macht das. So. Okay. Ja, hier ein bisschen Spinter ist auch mit drin, ne? So. Jetzt muss ich den nochmal wieder von der Straße abdrängen hier. Gut. Haben wir erfolgreich hingekriegt. So, dann fahren wir hier außen rum. Ach, hätte ich auch da lang fahren können. Naja, gut, okay. Irgendwann komme ich schon klar hier mit der Strecke. So. Immer schön Gas geben. Ich wusste gar nicht, wie viel Tank habe ich noch. Sehe ich das hier irgendwo? Ne, sehe ich gerade nicht. Wird sich aber schon beschweren, wenn kein Kraftstoff mehr drin ist. Und dann müssen wir mal zur Tankstelle fahren. Oder bei uns an der Hoftankstelle einfach ein bisschen tanken. Und dann ist auch gut. So. Dann hier rum. Oh, dann müssen wir jetzt hier hoch, ne? Um zu dieser seltsamen Konstruktion da oben zu kommen. Gucken wir mal. Eine Kopfsteinpflasterstraße. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Markt. Hä? Okay. Na gut. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? Du Schatze. Okay. Kettensäge, Motorsäge, Milch. Okay. Ach, das war alles. Okay. Ja, gut. Ich gehe da oben mal trotzdem mal rein. Mal gucken, was das da passiert. Vielleicht schlägt ja dann der Blitz ein oder so. Sieht ja aus wie so ein riesengroßer Blitzableiter hier, ne? Ja, echt merkwürdig hier oben. Ha. Okay, also das sollte mir nur zeigen, dass hier oben irgendwie ein Händler ist. Dass ich hier mit Natalie handeln kann. Aber warum ist denn hier oben? Ist das der Bergmarkt oder was? Was soll denn das hier oben den Markt? So, jetzt ist da oben, der ist der nächste. Gipfel des Berges. Hm. Komm, lass uns mal zur mysteriösen Botanikerin fahren. Wenn wir jetzt hier hin, wie komme ich denn da oben hoch? Muss hier laufen, ne? Dann gucken wir mal. Wir gucken uns mal die Skisprungschanze an hier. Also, dann machen wir das mal hier. So, warte mal. Komm mal rein.
Ich mal ganz kurz gucken, wie muss ich denn jetzt hier fahren? Ich bin jetzt hier oben. Also wieder runter. Eigentlich wollte ich zum Händler gucken, ne? Na gut. Eigentlich wollte ich zum Händler gucken. Naja, gucken wir mal. Machen wir auch noch ein paar Quests hier. Ist ja kein Problem. So. Löschen wir hier wieder runter. Christine, voll mir Element. Einfach Vollgas immer runter. So. Mal ganz kurz. Gucken wir ganz kurz auf die Karte. Ja gut, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Da unten noch rum, dann da lang, dann hier. Oder warte mal, wir könnten auch so rumfahren. Und dann, ja. Okay. So rum und dann da hoch. Alles klar. Wie in Richtung Händler quasi. Nur ein bisschen weiterfahren dann. Damit wir da oben irgendwie mal hinkommen. Kein Problem. Und mal gucken. Was der so Schönes für uns hat. Oder weiß. Weil wenn man einmal oben auf dem Berg ist, ne, das ist ja immer schön. Also wenn man da oben ist, kann man schön weit gucken, aber da hochkommen ist immer manchmal eine ganz schöne Qual. Habe ich ja jetzt am Wochenende am letzten erst wieder erfahren müssen am Samstag. Das war eine ganz schöne Quälerei. Also war schon. Das Wandern war schon sehr anstrengend. Aber gut. Muss ich rum. So. Ich weiß auch nicht, wie ich da hochkomme oder ob ich da hochlaufen kann oder fahren kann. Irgendwie muss ich da ja hochkommen an dem Typen. Vielleicht kann ich da auch mal Skispringen oder so. Weiß man ja auch nicht. Machen wir mal hin. So. Irgendwo gibt es hier bestimmt auch einen Eingang. Imposantes Gebäude, muss man jetzt mal so sagen. Ich laufe jetzt hier einfach mal grob in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Okay. Sprich mit den Ladenbesitzern. Schön den Hang hoch. Von der Skischanze. Solange mir keiner entgegengeflogen kommt, ist ja alles okay. Sieht aber auf jeden Fall erstmal imposant aus. Ah, super. Komme ich hier nicht weiter? Oh, nö. Ah, Skisprung geht. Habe ich aber die Haxen gebrochen. Auf jetzt langsamer. Sind die Haxen gebrochen? Guck mir sofort, wenn ich jetzt langsam laufe. Gucken, dass ich da irgendwie in den Berg jetzt hier hochgekraucht komme. Okay, der Zaun, der steht hier aber auch sehr günstig, muss man ehrlich sagen. Also das ist. Map Design Marke, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Nicht schlittern, schön hochlaufen weiter. Wir wollen hier einen Berg erklimmen. Irgendwie muss ich da ja hochkommen jetzt. So, 140 Meter. Eieiei. So. Letzten paar Meter, ich bin irgendwo da oben im Kreis einmal rumgerannt. Da müssen wir ja da hinkommen, wo wir hinkommen wollen, glaube ich. Mal nicht wieder abstürzen hier. Die Bergrettung kommen muss. Oder wir neu laden müssen, weil wir irgendwie so irgendwo reinfallen, wo man nicht reinfallen sollte. Wie hier zum Beispiel. Na gut, also ich mit runterkomme ja immer wieder. Aber. Die Stelle nicht, wo ich hochkomme zu ihm. Das hier. Ein Bergsteiger-Simulator, haben sie den ja auch noch mit eingebaut. Ach, guck mal jetzt hier. Pass auf der anderen Seite ist eine richtig perfekte Straße, wo man bis hochfahren kann. Ist wahrscheinlich irgendwo, aber naja. Aber wir haben den Weg gefunden. Wir kommen der Sache schon mal näher. Jetzt nicht, hier steht auch einfach ein Händler rum. Kann ich dir etwas anbieten? Möchtest du handeln? Eine Drohne, ein bisschen Essen, ein paar Werkzeuge. Ernsthaft? Ich renne hier hoch, weil ich wissen muss, dass hier oben ein Händler ist? Kann ich dir etwas anbieten?
Eine tolle Aussicht hier oben. Ja, die Aussicht, die Luft, wenigstens das. Du klingst nicht sehr glücklich. Glücklich? Ich habe mein ganzes Geld hier investiert. Ich habe Skispringer, Fans und Fernsehen erwartet. Aber tatsächlich kommen nur ab und zu ein paar Kletterer vorbei. Wird sie jemals fertig? Nein, glaube ich nicht. Das geht jetzt schon 2 Jahre so. Ich kann nichts machen, ohne dem Bürgermeister einen Anteil zu zahlen. Er hat hier in allen Dingen seine Finger. Mhm. Hm. Okay, gut. Also keinen Auftrag gekriegt, aber okay. Gut, ich muss los. Bis bald. Das ist also ein armer Sau von Händler, die hier oben an der Skisprungschanze irgendwie erwartet, dass hier Skispringer und alles kommen. Aber kommt wohl keiner, weil nicht fertig gebaut. Ja, die Aussicht ist schon klasse, ne? Muss man ehrlich mal sagen. Kann ich da irgendwie zu dieser Skisprungschanze, kann ich da irgendwie hingucken? Ich kann nicht durch, doch, ich könnte auch durchlaufen da. Oder? Weiß ich nicht. Er sieht auf jeden Fall sehr toll aus hier, ne? Also auch dieser Skilift hier. Und es gibt hier hinten wahrscheinlich auch durchaus ein, ja, hier gibt es auch eine Straße, wo man hochfahren könnte. Alles klar, gut, haben wir es auch geklärt. Ne? Also man muss jetzt nicht diesen Weg nehmen, den wir genommen haben, aber naja, wir haben ihn genommen. So, jetzt ist die große Frage. Warte mal, ich komme doch da drauf, ne? Die Skisprunganlage. So. Ich würde sagen, yippie! Der macht einen Dreierhopp. Da laufen los, schnell, schnell, schnell laufen. Juhu! Ah, naja, nicht ganz über den Buckel gekommen. Egal. Gut, also unsere Skisprungversuche waren jetzt, sagen wir mal, mäßig erfolgreich, aber wir haben die Skisprungschanze hier sehr gut sozusagen mal ausprobiert und naja, sagen wir mal, uns vielleicht die Haxen ein bisschen gebrochen. Überschlag wäre auch noch ganz cool gewesen. Wir können ja mal theoretisch testen, ob wir das hinkriegen mit dem Audi A-Dingenskirchen, wo der da hochgefahren ist mal. Irgendeine Skisprungschanze. Da gab es mal irgendeinen Audi Quattro war das, glaube ich, damals, der das mal gemacht hat. So, also, den Händler haben wir auch besucht, obwohl ich jetzt sagen muss, ja gut, war jetzt nicht so ergiebig. Hier hallo, noch einen Händler. Komm näher! Uiuiui. Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. Ah ja. So, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Ehrlich gesagt könnte es besser laufen. Ich habe ein Stück Land, dieses Hotel und den Laden gekauft. Ich habe Touristen erwartet, sobald sie die Sprungschanze fertiggestellt haben. Mhm. Viel Geld. Jetzt sieht es für mich aus, als würden sie die Schanze nie fertigstellen. Wie kommt das? Ich erinnere mich an 3 Firmen, die versucht haben, den Komplex fertigzustellen. Keine bekam eine Genehmigung. Das Bürgermeisteramt blockiert alles. Ich weiß nicht warum. Ich hätte das Hotel vor 1 Jahr verkauft, aber natürlich wollte es niemand haben. Also handle ich jetzt mit Fischen und Pilzen und warte auf bessere Zeiten. Ah ja. Ich muss los. Bis bald. Also der Bürgermeister oder irgendwas scheint mit der Skisprungschanze noch nicht so richtig, ah ja, in Ordnung zu sein. Da ist noch irgendwas im Busch. Da muss man vielleicht dann doch nochmal, vielleicht hat der Investor dann noch was. Vielleicht kann ich den irgendwie davon überzeugen, dass der das fertig baut. Oder vielleicht muss ich dann doch mit dem Bürgermeister nochmal sprechen. Und immer ganz kurz dazu Skisprungschanze hochholen und ein paar Skier drunter schnallen und sagen, so mein Guter, also du hast jetzt eine Möglichkeit, entweder baust du das Ding fertig oder ich gebe dir einen Schubs. Ich glaube, das gab's mal Lillihammer. Na, egal. Gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir werden noch ein paar Quests machen. Ich werde den Händler dort noch angucken, ob ich dann einen Anhänger kriege. Vielleicht schreibt ihr mir aber auch in den Kommentaren schon längst, Mensch, so einen Anhänger, den kriegst du da und da. Bei der und der Quest, dann wäre das auch nicht verkehrt, weil dann könnte ich das dann schnell mal erledigen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.